Also ich bin hineingeboren, meine Mutter war schon also mit drin und mein Onkel und meine Oma. Und von daher war ich von Anfang an, genau. Also extreme Gewalt und Folter, sexuelle Gewalt, also viele Arten von, oder eigentlich alle Arten von sexueller Gewalt, Demütigungen und bei den Versammlungen, bei den Treffen, also bei den rituellen Feiern, bei den, also wenn die Treffen waren, aber auch bei Freunden von meinem Onkel, auch im Rahmen der, wenn, ja, der, meine Mutter hat mich praktisch auch an andere Männer verkauft und das wurde dann auch so in dem größeren Rahmen auf Feiern praktiziert, ja. Also es gibt jetzt nicht eine schlimme Erfahrung. Sondern eher die, also was besonders Schlimmes ist die Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung in den Situationen, wenn man da halt mittendrin ist, wenn die Feiern stattfinden und man wird selber missbraucht oder auch vergewaltigt und man muss zuschauen, wie anderen auch Gewalt angetan wird, wie einfach sehr schlimme Sachen passieren und sehr, und das ganze Umfeld, also die ganze Atmosphäre, der Geruch, das Ganze. Und da entsteht einfach eine Verzweiflung, dass es nie aufhört. Also es gibt keine Hoffnung, kein Raus. Und die Würde ist, also die, man fühlt sich einfach wie ein Mensch ohne Würde. Sie behandeln einen. Ja, wie jemand, der ja nur abgerichtet wird, um das zu tun, was sie verlangen. Es war nie eine Frage, weil ich bin ja da hineingeboren und das war einfach so. Und die Realität war halt so, man hat einfach keine Wahl. Entweder man tut das, was sie verlangen, oder man muss die Konsequenzen tragen. Und die Realität ist halt so, wie es halt war. Ja, ich selber habe erlebt, dass Jesus stärker ist als Satan und das hat mir sehr geholfen, gibt mir bis heute Kraft und also ich will auch jedem Hoffnung machen, dass er einfach nicht aufgibt. Es gibt einen Weg raus und es gibt auch Heilung, es gibt eben diese Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung, die ich also die ganze Zeit hatte, die hatte da praktisch ein Ende. Also, und ich meine jetzt keine Kirche oder keine, Inzi also ja, keine Kirche, sondern nur der Glaube an ist.